In diesem Video zeige ich euch, wie ihr von einem normalen Foto zu einer Malerei kommt. Dazu verwenden wir zwei Filter von Cimic. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Wenn dir meine Videos gefallen, pinsel den Like-Button. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von Creative Gimp Arena. Und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man mit zwei Filtern von Cimic zu einer Malerei kommt. Dazu habe ich mir diese Ausgangsvorlage gerichtet. Diese werde ich dreimal duplizieren. Lege mir eine Gruppe an. Diese benenne ich Malerei. So. Da kommen alle Duplikate rein, außer das Original. So. Die oberste Ebene schalte ich aus und wähle die mittlere Ebene in der Gruppe. Dann gehe ich auf Filter und öffne Cimic. Nachdem Cimic gestartet ist, wähle ich die Register Black and White, öffne diese und gehe dann auf Pencil. Und bestätige mit OK. So, die Pencil-Ebene wurde jetzt berechnet. Auf dieser werden wir jetzt den Wert, also diesen Ebenenmodus, auf Wert umstellen. HSV-Wert nennt es sich heute. Früher nannte er sich nur Wert. Heute heißt es HSV-Wert. Schalten die oberste Ebene ein und wählen diese an. Im Anschluss gehen wir auf Filter und auf Cimic. Und warten, bis dieser geladen hat. Schließen den Reiter Black and White und gehen in den Reiter Artistics und klappen diesen auf und suchen uns Painting. Den lassen wir auch in den Standardwerten stehen, so wie er steht. Ihr könnt da gerne probieren, bis es euch gefällt. Ich lasse es jetzt hier in dem Beispiel alles auf den Standardwerten. Sowohl den Pencil-Filter waren die Standardwerte, wie auch jetzt hier im Painting-Filter von Cimic sind es einfach die Standardwerte. Die Berechnung dauert zu lange, geht aber trotzdem. Ich drücke auf OK. So, der Painting-Filter wurde jetzt auch berechnet. Nun wählen wir den Ebenenmodus auf Überlagern. Klappen den Ordner zu, schalten das Original ein, schalten den Ordner kurz aus. Das war das Originalfoto. Das ist die Malerei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.